Baron Palace, Sahl Hasheesh und Printshirt.at präsentieren Ihnen Österreichs Next Top Model 2016 hier in Hurghada in Ägypten. Auch heute gab es ein breit gefächertes Programm für die Kandidatinnen, zum einen ein Mediencoaching, Catwalk-Coaching und die letzten Kandidatinnen des gestrigen Shootings wurden präpariert für das Shooting mit Reinhard Fürstberger und Albert Stern. Ich sitze hier mit den beiden Fotografen des Österreichs Next Top Model 2016 Contests hier im Baron Palace Sahl Hasheesh. Reinhard, willst du uns etwas über dich erzählen? Also ich bin der Fotograf bei dem ganzen Contest jetzt. Also ich bin zuständig für die Fashion-Aufnahmen und wenn ich nicht da bin, dann mache ich bei mir zu Hause oder auch auf Mallorca. Also mache ich regelmäßig Fashion-Shootings und ansonsten betreibe ich noch ein Fotostudio. Das war sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftskunden jeglicher Art ist. Und ja, und jetzt bin ich da. Zu meiner Linken sitzt Albert Stern, der zweite Fotograf des diesjährigen Contests. Albert, willst du dich auch ein bisschen vorstellen? Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin der Albert. Ich mache genauso Fashion Shoots unter anderem. Ich dokumentiere außerdem dieses wunderbare Event. Und ansonsten, ich fotografiere, so wie unter anderem für eine Agentur, für die ich arbeite, von Sport bis Mord. Alles mit Menschen. Reinhard, du hast ja auch abseits der Kandidatinnen des diesjährigen Final-Events mit einigen Models aus dem Team shooten können. Willst du uns da ein bisschen was über deine Impressionen erzählen? Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sämtliche Models, die für Jade Models tätig sind, sehr talentierte Models sind und es macht immer wieder Spaß, mit den Models zu arbeiten. Und ja, und so war es auch diesmal wieder hier in Ägypten. Und ja, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit so faszinierende Models zu arbeiten. Albert, hattest du auch irgendwo die Gelegenheit, ein bisschen Rahmenprogramm abseits der Kandidatenshootings hier im Baron Palace zu machen? Das Rahmenprogramm ist ja sehr breit gefächert. Es ist ein wunderbares Ressort mit jeder Menge Möglichkeiten, um seine Freizeit hier ausleben zu können, wie man sich es vorstellt. Wir haben heute nur zu wenig Tage Freizeit gehabt dafür. Das ist leider richtig. Ja, vielen Dank, meine Lieben. Das sind die beiden Fotografen, das sind die Herren, die normalerweise hinter der Kamera stehen und die wir Gott sei Dank vor die Kamera holen konnten. Ich stehe hier mit Andreas Stollenberger, einem der Designer der morgigen Veranstaltung des morgigen Topmodel-Finales. Andreas, willst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen für unsere User? Ja, mein Name ist Andreas Stollenberger. Ich führe in Wien das Atelier Stollenberger mit meinem eigenen Namen eben und fertige in Wien bzw. Österreich Mode nach Maß für Damen, für Hochzeiten oder abendliche Veranstaltungen, abendliche Anlässe. Es gibt ja gerade in Wien eine ziemlich breit aufgestellte Fashion-Szene. Wo siehst du den USP deines Brands, deiner Marke? Na, da gibt es für mich zwei USPs. Zum einen natürlich die Mode nach Maß. Also Mode ist so schnelllebig geworden in der letzten Zeit. Man bekommt eigentlich alles von der Stange. Die Leute suchen nach individuellen Sachen, die ihre Persönlichkeit unterstreichen. Das ist ein Trend, der sich weiter verstärken wird, meiner Meinung nach. Und zum Zweiten muss ein Designer heutzutage nicht nur Designer sein und kreativ sein, sondern er muss die Wirtschaft verstehen, man muss eine Ahnung von der Wirtschaft haben und die habe ich. Es ist ja so, dass wir hier 17 bezaubernde junge Damen haben. Hast du erstens schon eine Dame, wo du denkst, die hat das Zeug für die internationale Karriere und zweitens, was sind für dich die Beurteilungskriterien beim morgigen Contest, wo du ja auch in der Jury sitzen wirst? Ja, ich bin seit Samstag hier im wunderschönen Hotel. Wir hatten einige Fitting-Tage und Shooting-Tage bereits zusammen. Natürlich fallen einem einige Mädchen oder einige Kandidatinnen ganz speziell ins Auge. Jeder hat, ist von Subjektivität natürlich geprägt, ganz klar. Ich muss aber dazu sagen, es sind alle Kandidatinnen wirklich super drauf, um es das einmal salopp zu sagen. Professionell beim Shooting, beim Fitting, alles zusammen. Meine persönlichen Kriterien als Designer, muss ich klar betonen, ist einfach für mich ein Model, muss für mich die Mode wirklich zum Ausdruck bringen, muss ein Kleid oder die Mode unterstreichen und es muss eine Symbiose entstehen zwischen der Trägerin des Kleides und dem Kleid selbst. Ja, du hast ja auch dann die Siegerin am Zettel sozusagen für dein nächstes Katalog-Shooting. Was wird da so ungefähr das Thema sein? Gibt es da schon eine neue Kollektion? Wie sieht das so ungefähr aus? Kollektionen entstehen bei mir eigentlich relativ spontan. Ich lasse mich von allem Möglichen inspirieren. Ich liebe Farben, ich liebe ausgefallene Materialien, zum Beispiel Federn. Ganz unterschiedlich, möchte ich jetzt aber auch noch nicht zu viel verraten. Man will ja als Designer auch immer für irgendwie natürlich zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen oder Überraschungen sorgen, also Sie dürfen gespannt sein. Außerdem ist es ja auch so, dass es ja total unterschiedliche Typen unter den Mädels gibt und nachdem wir ja noch nicht die Siegerin kennen, du ja auch noch nicht weißt, was sozusagen auf dich zukommt. Das ist für mich überhaupt kein Problem, lieber Dominik. Ich stelle mich auf jedes Model individuell ein und ich finde für jedes Model das perfekte Kleid. Vielen Dank, Andreas. Sehr gern. Racing mit dem Golf Cup, das stand für die zwei marokkanischen Models Nogel Cinarova und Arancha Martinez Romero am Programm. Ebenso mit an Bord Sissi Zeng. Das war wohl ein ziemlich witziger Ausflug. Ein spannender und stressiger Tag geht zu Ende. Die Kandidatinnen sind gut für das morgige Finale präpariert. Und von meiner Seite her wünsche ich noch einen schönen guten Abend.